Spitzenspiel, hätten wir gesagt, wären wir noch in der Hinrunde, ne? Da war Sportfreunde Lotte unser ärgster Rivale Ja. und nun sind sie hinter uns. So schaut's aus, aber mit uns schaut's jetzt auch nicht so dolle aus. Nein. Also zumindest aus deiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht könnte es Ich auch besser nicht nicht. sein. Ja, warum? Also am Ja. Stieg sind die letzten drei Naja, aber fest. überleg dir mal, im letzten Spiel waren wir Fünfter, jetzt Achter. Wenn ich jetzt verliere, sind wir Elfter. Dann übernehme ich noch die zwei Wobei, Spiele, dann sind wir 14., 17., siehst du? Ziele sind ja eigentlich auch unfair gesetzt, ne? Ich habe Inwiefern? nur einen Platz zum Aufstieg und du hast drei zum Abstieg. Ja, aber mannschaftsstärkentechnisch, ne, sind wir ja Elfter, von daher ist es gar nicht so einfach, auf die drei Plätze da unten zu kommen. Ja, aber nur auf den einen da oben ist es natürlich mega einfach. Nee, Ja, hast ist voll es. recht. Ist es, denn 11 ist näher dran an 1 als an 17 zum Beispiel. Ja. Aha, so läuft das also. Na gut, na gut. Du glaubst mir jetzt einfach mal, ne? Ja klar, ich glaube Ja, dir das. absolut. Sodele. Mal schauen, ob es diesmal auch wieder so komisch Leggy oder Frozen sein wird. Auf alle Fälle, wenn es erstmal schön laden würde. Möchte das nicht, dass das frozen ist. Frozen. Ja, das habe ich gesagt. Schön Nee. kannst du mir nachsprechen. Nee, kann ich nicht. Nee. Kann ich nicht wirklich. Jetzt komm, ich versuche es mal. Erat, Stein, Schalosch. Läuft wohl nicht so. Soll ich es mal versuchen? Jetzt, es muss noch wirken. Er hat Stein. Das Moment. dauert aber lange. Er hat Stein. Moment, Moment. Er hat Stein. Schalosch. So kannst du die Zeit auf jeden Fall sehr gut überbrücken. Mach das noch 5 Minuten weiter, dann funktioniert das eventuell. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Er hat Stein. Stein. Schalosch! Es hat sich Na, es hat bewegt! geklappt. Das Wahnsinn! ist ja krass. Wahnsinn! Ich glaub's ja nicht. The stage is yours. Wahnsinn. Hammer gut. Danke, 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 aber bitte nicht zu viel. Ich muss noch üben, wie du siehst. Ich So hab schon ganz aufgehört. perfekt war es nicht. Wie mal 4. Da ist das 1 zu 0. Durch Althoff. Was? Was geht denn In hier? der dritten Spielminute, das war so nicht geplant. Eigentlich war ein Einzel für Lotte nach 3 Minuten geplant. Ich hab da gar nicht aufgepasst. Bitte, 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 du leckst. Pinky? Nee, das ist. Was ist? Ich habe gesagt, da kann man nichts machen jetzt. Ja, ist bitter, aber schöner Lupfer hier von Olto, unglaublich. Aber da wird Fischer geschickt und dann ist das 1 zu 1 in der siebten Spielminute. Ich hasse das. Tja. Mit Da dem freut man sich. ersten, wie du sagen würdest, Kuss aufs Tor von Lotte fällt hier der Ausgleich in der siebten Spielminute. Und da sah die Verteidigung nicht wirklich gut aus, ne? Da sagt er nix. Da ist er erstmal zur Salzsäule Halt die erstarrt. Fresse. Aha, da kam es doch noch. Bin ja Zürn. Ach, schlechter Pass. Du bist erzürnt? Ja. Wegen mir oder wegen des Ausgleichs? Beides. Deswegen eigentlich. Bei. So, Fischer, Bier. Bier hat ihn. So, und dann Martinez! Ach Mann! Schade, Abseits jetzt auch noch in dieser Situation. Es war kein Absatz. Nee. So, Foul hier an Althoff, der beschwert sich, Rot, ey. dass der Oh. Schiedsrichter gepfiffen hat. Das war kein Wie? Foul! Sorizi, Martinez, Martinez! Ja, er macht's! Er macht's, Ja! Martinez! Wieso freue ich mich eigentlich? Scheiße! Ich nehme dir dein Bild weg, Mann, ey! 2-1 in der 22. Spielminute durch Martinez und Bruce ist total begeistert. Yes. Ich nicht, ich find's traurig. Ach, du findest es. Okay, dann finde ich's gut. Lisa. Guck mal, wir haben sogar Sitze, wo man sitzen kann.
Unglaublich, oder? Aber trotzdem stehen alle. Bier. Gut gehalten in der Situation. Abschlag auf Puttkammer. Kratschun. Waldhoff. Schön weitergeleitet. Martinez, aber der Wichser da im Tor wehrt ab. Sei doch froh. Ja, ja, ich schon, aber ist halt schade für dich, ne? Und ja, das. Kratschun, Oldhoff, jetzt in die Mitte spielen. Da ist das Martinez mit dem 3:1. In der 30. Spielminute, bitte. Ich tanze gerade. Echt? So freue ich mich. Ja. Ey, das ist mega, das ist mega geil. Ja. Also mal ganz ehrlich, selbst, also ich verstehe gar nicht, habe ich dir meinen Computer geliehen eventuell? Könnte sein, ja. Weil eigentlich, geht es gar bei nicht, dir ne? läuft es? Nee. Ja, bei mir läuft es hier nicht, weil ich absteigen will. Ich verstehe es auch nicht. Ich würde, by the way, jetzt auch gerne Oder bin ich gerade bei dir? Das könnte auch sein. Ich würde, by the way, jetzt auch gerne tanzen, aber das Kabel von meinem Headset ist zu kurz, weißt du, und ich muss ja immer stehen. Ich stehe ja immer vor dem PC. Und da kann ich halt nicht tanzen, leider. Tanzt ja, du vielleicht stimmt. für mich mit? Noch eine Einlage? Nee, ich habe mich jetzt schon wieder hingesetzt. Also, also jetzt ne? ist die Schere ich bin schon wieder, erschöpft. Oder? Erstmal hier stimulieren mit der Schere nach dem Tanz. Nee, die längste Praline der Welt gerade erst mit einer Runde. Also einen guten. Na, so ein längeres Duplo. Ja, die Netz. Schade. Vor einer Statistik haben wir gesehen, dass wir 5 Küsse aufs Tor abgeliefert haben. Aber die Ecke war schlecht. Du hasst mich, ne? Wieso denn? Ich hasse dich doch nicht. Ich verabscheue dich! Nee. Mann, Mann, Mann. Martin, jetzt komm. Eins geht noch. Einer, läuft, du hast ein Bild, Mann. Er läuft noch Oldhoff, klasse! Aber Oldhoff versaut in dieser Situation, das musste sein. Der macht einen auf Lewandowski. Moslee, klasse auf Martinez! Martinez mit dem 4:1. Hattrick, Lupen, oh, ich liebe rein. Es. Fünfte Saisontor yes, an der 45. Yes, Spielminute. Yes! Hörst du es? Yes! Ich yes. glaube, ich fahre hier den höchsten Saisonsieg ein heute noch. Ja, dafür müsste aber noch ein Tor fallen, denn ja, wir wissen weiß, ja, Bochum... Aber das fällt locker. Nein, ich werde nun mit Erhard, Stein, Schalosch das verhindern. Wiedenbrück spielt momentan unentschieden. Wo ist Trier? Die sind momentan... Okay, das Spiel ist gelaufen. Gegen Düsseldorf führen sie 2-0. Nein, das war voll knapp. Voll knapp, meinst du? RWE 1-1 nur. Ja. Ja, wir sind klar besser, kann man so sagen. Mach weg. So. Go, Leute. Yes. Gute Halbzeit. Jetzt wow, wir sind läuft's irgendwie flüssig. Unglaublich. Wir sind wieder positiv. Ja. Fischer mit dem 4:2. Siehste? In der 47. Spielminute. Siehste? Ich nehme das Erhardstein-Challosch jetzt zurück. Ja. Sonst kriegen wir irgendwie noch 3 Tore jetzt und dann... Mhm. Wieso trifft der Mann? Der hat nichts zu treffen. Das nicht gut. Muss Lehe. Gutes Zuspiel, Oldhoff, aber wir kommen wirklich gut durch die Mitte. Man sieht, dass die Pässe ankommen. Jetzt leckt's irgendwie. Im Gegensatz zum letzten Spiel. Ja. Gerade schon an der Eckfahne für die Ecke hier aus. 22. Spielminute, aber wie immer geht sie in die Arme des Keepers in diesem Spiel. Tja, wer will sie machen? Bia hat ihn schon abgefangen, diese Eingabe. Ja, er heißt ja auch Bier. Das heißt? Ja, das können Sie sich jetzt alle selber denken. Achso, Martinez. Ach, schade, da wird im letzten Moment doch noch der Ball weggeluchst. Puttkammer schön geklärt. Ja, ich würde mal sagen, it's time for change, oder? Gleich. It's time for a change. Mein Gott. We have a grandiose Saison gespielt. Ja. Da komm dann, mach mal wieder Schild. Emil kommt mal ins Spiel. Dann bringe ich Kiei und Barst für Rizzi. Ich möchte nochmal sagen, dass kaum spielt Patrick Strohl nicht, gewinnen wir. Wie kommt das? Vielleicht
gewinnen, wie er, weil die Mannschaft nicht mit seiner Beliebtheit klarkommt. Vielleicht sind sie neidisch. Aha. Und verlieren so absichtlich und dann weiß der Trainer, aha, wenn er spielt, verlieren wir, deshalb muss er weg. So läuft das eigentlich. Ja. Hast du Dann jetzt war nicht ich. damit gerechnet, ne? Ja, dann lag ich ja voll auf dem Holz. Naja, was dachtest du denn? Also, puh, ja, das ist vielleicht ein Patrick Strubbelberg. Also ja. Nee, nee. Das ist ja Quatsch, ne? Ja, klar, also, das tut mir auch sehr leid, jetzt, dass ich sowas behauptet habe. So, wie wär's mit noch einem Tor? Wäre nicht schlecht. Wie hat Lehmann gestern gesagt, hat doch irgendeinen Witz gebracht und dann so komisch gelacht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und nicht, aber ich weiß sofort, was du meinst. Ja. Ja, da mussten wir lachen, ne? Bei dem Ja, so Jensi. lustig war der Witz. Ja. Wobei wir auch insofern sagen müssen, wir sind ja genau wie der Kommentator gestern, wir sind parteiisch. Ja, ganz klar. Als Götze das Tor gemacht hat, das war ein ganz klares Handspiel. Also wie der Schiedsrichter das nicht sehen konnte, ist ja fatal. Aber ich sag mal, wir sind im Moment nicht besser. Wir reden ja auch alles von Lotte schlecht. So wie das zum Beispiel jetzt gar kein Foul war. Das ist das 481. Spielminute. Nein. Wir müssen hinten dicht machen. Auf jeden Ey. Fall, ja. Süße Götze hat Hand gespielt, davor hat er noch eine Blutgrätsche an Bahnstuber fabriziert. Darf man auch nicht vergessen, ne? Bevor er das Tor gemacht hat. Erstmal alle Und erschossen. Innenverteidiger, Manuel Innenverteidiger. Neuer wurde Ja, erschossen. genau. Und ist dann Schlimm, schlimm, gleich schlimm. wieder auferstanden, um die Hand zu heben. Das war ein Handspiel. Offensiv Oh, war jetzt zum wird's aber Glück, noch das Ding ging an den Pfosten. mal gefährlich. Von der Puttkammer. Der Sieg ist gefährdet. Alter Leute, das spielt ihr. Und dann wirst du morgen in der Verteidigung sagen, Ich der Sieg ist glaub's nicht, ich glaub's gefährdet. Ich glaube es nicht, 90. Spielminute, das ist der Ausgleich, das ist der Witz des Jahrzehnts. Das ist der Witz des Jahrzehnts. Dieser? Da So pfeift er fit? ab. Klasse. Wir haben 4-1 geführt, oder? Respekt. Okay, ja, wir konnten nicht gewinnen. Wiedenbrück hat gepatzt. Geht dann gar nicht. Wie hat auch gepasst. Ich möchte das nicht nochmal sehen. Hätte damit gerechnet. Puh. Siehste? Hast du gut gemacht, Patrick. Dankeschön. Und wieso nur unentschieden? Weil Patrick Strobel nicht gespielt hat. Ja, sonst hätten wir verloren, stimmt. Ja, klar. So, schauen wir mal. Wir sind Tabellenachter und haben auf Platz 1 jetzt satte 11 Punkte. Schade. Noch 10 Spiele zu Geht wohl nicht gehen, mehr um Aufstieg. das wird nichts. Das wird nichts. Da müssen wir ein bisschen realistisch sein. Martin jetzt trotzdem in der Elf des Tages zurecht. Verstehe. Wieso kommt der da hin? Da sagt Marco Kaminski. Die Kanksen zum Sieg waren heute da, aber wir hatten ein bisschen Pech haben. Und hätten da vielleicht ein bisschen cooler sein müssen. Ja, oder einfach das 4 zu 1 runterspielen. Ich meine, so schwer ist das jetzt denn? Wir hätten einfach ab der 45. Minute auf absichern gehen müssen oder so. Guck mal, ein Eisbär. Was bist du, der Eisbär? Ich war doch gerade ein Eichhörnchen. Ne, du bist alles. Und So. noch viel mehr. Da, da, da. Und noch viel mehr. Jetzt geht's gegen Trier. Okay. Schweig. Update, Update, Update. Gut, dass du sagst. Wir werden nächste Saison nicht mehr bei Pinky Dortmund sein. Wir nehmen natürlich das Angebot von Schweinfurt an. Also ist ja ganz klar. Ja. Schweinfurt ist klar besser als Pinky Dortmund. Für sie. Spielen bestimmt Kreisliga A oder so. Ja. Können ja ins Ausland gehen, irgendwie zu, keine Ahnung, Barcelona oder so. Barcelona. Ja. Aber die sind ein bisschen nicht so gut, ne? Nee, deswegen lassen wir das, glaube ich, ne? Ja. Ich werde eher so Wie gibt ein. man einem Jugendspieler eigentlich einen Mentor? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt.
Du gehst auf Spielerinfo und dann klickst dich durch. Ist irgendwo, glaube ich, unter Vertrag oder so. Soll ich das gleich schon mal demonstrieren? Ja, demonstriere das uns doch mal. Ja, wenn ich hier mit zwei Leuten gelabert habe. So, Bönig noch vielleicht. Nö. Ach, mit dem Paddel. Wie geht's in deiner Family? Ja, die sind sehr berühmt. Ah, mein Freund spricht dauernd über Verlobungsringe. Und die ist sehr begeistert von mir. Ich bin beliebt bei ihnen. Ja. Apropos Verlobungsringe. Aha. Ach so, René! Meinst du das? Genau. Machen wir gleich. Aber es und dauert wir sehen, ich habe eine englische Woche. Ja. Gesehen. Laber mich nicht zu, ich hasse diesen Bildschirm. Wieso kann man den nicht ausstellen? Sei nicht so aggressiv zu diesem Bildschirm. Bin geknickt. Ich sag nur, dass ich ihn nicht mag. Alter, war eine harte Woche. Wienbrück und Trier. Da habe ich einiges vor. Wenn du beide gewinnst, cheatest du? Ja, klar, ich hab einen Cheat-Code eingegeben. Ja. Dann sage ich auch wie Master Ralf gestern, das war ein ganz klares Anspiel. Genau. So, bei Kübler zum Beispiel, ne? Spielerinfo? Spielerinfo? Was willst du sagen? Ach, okay, bei dem kann ich nicht mehr, weil der ist in der nächsten Saison im... Ach, ne, wobei. Ja, unter Details. Ihr Mentor. Aha. Du kannst auch einen Privatlehrer anstellen, wenn du willst, weil wenn die Noten schlecht sind, kann es durchaus sein, dass die Eltern sagen, ne, du spielst keinen Fußball mehr, du machst Schule. Und dann sind sie weg. Aha. Gut. So läuft das. So läuft der Hase. So, und jetzt vergiss unseren René nicht. Ja, mach ich sofort, wenn wir mit vorangekommen sind. Also, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir gegen SV Eintracht 405 einen Punkt holen, dann passt das, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber jetzt mal ganz ehrlich betrachtet, ne, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, beziehungsweise verlieren, war es das endgültig. Wenn wir das Spiel nicht verlieren, also? Hm? Und wenn wir das Spiel nicht verlieren. Ja. Ja, war schon weg. Also, das dann müsste es, dann sind die, glaube ich, 15 Punkte oder so, oder. 14. Auf. Abstand und dann. Ich lasse mal hier mit Top 11 spielen, das heißt, ich lasse die mal so. Ja. Und dann gucken wir mal zum René. Der René. Family. Wäre es mal Zeit mit dem Partner verbringen, ne? Ich schenke ihm etwas. So. Heiratsantrag. Nein, er möchte uns nicht. Du bist so gemein zu mir. Ich trenne mich von dir. Komm, mach mal hier Marathon laufen oder so. Also, oder hier so, oder trainieren oder Golf. Ja, Bruce hat eine Wand Fitness gekriegt. Von null. Ja, super. Der wird bei jedem Marathon bestehen. Gut. Nächstes Mal geht's mit dir weiter. Du übernimmst die zwei Top-Spiele. Ja, ist ja klar, ne? Klar. Muss ich nicht gleich wieder mit der Stimme von Oli Kahn antanzen? Ja, Oliver Kahn, der hat hier alle Dinger vom Bier da gehalten, ne? Ja. Gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Dortmund gegen Trier. Macht's gut, bis dann. Tschüss.